Wen sie noch alles aufnehmen will. Sie macht jetzt gerade Florian. Ja. Und so. Und genau. Dann kannst du vielleicht hier auch mal was auch mit einem schönen Dialekt noch. Kann ich ihr was sagen, ja. Bitte. Aber schön. Ja, die Flucht war die auch, der Flucht. Die Flucht, ja. Und dann ist ja, ein bisschen ein paar Mal. Wie der Flucht von das Zelt. Dumme Schatz. Jetzt schnell gesund. Genau. Das streppelt ein bisschen. Nee, heute Abend lasse ich das gefallen. Ich weiß, wie das kommt. Hey. Ich kann irgendwo in Australien sein.
totes Bergfest. Also das Ganze wird noch aufgekippt, das ist nicht, momentan ist es noch liegend, weil es dann von der Bearbeitung her besser ist. Genau, da ist die Unterseite. Es ist jetzt schon, man sieht von der Unterseite schon eine Mittelbohrung, die geht 1,50 Meter tief rein. Und auf diese Mittelbohrung wird es dann die Bohrungen von den Seiten geben, wo dann auch die Löcher sind, wo man die Köpfe reinstecken kann. Das heißt, man kann dann den Kopf in den Stein reinstecken, zu fünft, und kann zu fünft dann eine Konferenz abhalten, weil sozusagen die Räume miteinander mit Kanälen verbunden sind, sodass man sich akustisch dann hört. Ja, das Interessante ist eigentlich, Kommunikation funktioniert ja nicht nur über das gesprochene oder geschriebene Wort, sondern genauso ja eigentlich über Optik, über sich sehen, sich riechen, sich irgendwie auch wahrzunehmen. Und vor 20 Jahren, weiß ich, da gab es dann so Tendenzen über die diversen Chatrooms. Also dieses, man ist zwar da, aber man ist dann doch irgendwo nur bedingt da. Also plus minus Skulptur. Es geht bei dieser Skulptur um Kommunikation hauptsächlich und auch um Bewegung. Wenn sie dann stehen, dann merkt man, dass es irgendwie, dass sie wie am Sprung sind oder so auf Bewegung aus sind, diese Figuren auch. Und da möchte ich dazu sagen, dass eigentlich es immer schon Völkerwanderungen gegeben hat. Und gerade diese Völkerwanderungen, die auch jetzt stattfinden, gerade diese Völkerwanderungen haben uns immer viel Positives gebracht in der Gesellschaft. Anfangs war es immer ein bisschen vielleicht schwierig, eben wegen Diskussion, wegen verschiedenen Ideen oder verschiedenen Weltauffassungen und so, aber dann später merkt man, dass man irgendwie sehr toll und gut was daraus machen kann. Ich kann sagen, die Geschichte von dieser Höhle ist, es kommt halt aus Sardinien vor 3000 Jahren vor Christus. Gab es diese Höhlen handgemeißelt, und das fand ich sehr interessant, wie die Menschen da halt in den Stein rein wollten, anstatt eine fertige Höhle zu haben oder ein Haus mit Steinstücken zu basteln. Und ja, ich bin in den Stein reingekrochen, und weil ich wollte, dass die Skulptur in Stein sich befindet, nicht, dass der Stein eine Skulptur wird. Halt, das wird eine Skulptur, aber das geht eigentlich nur drin. Das außerhalb mag ich auch so lassen. Laubenidee war für einen Skulpturenweg eine Arbeit zu schaffen, ja, in der die Leute eine Pause machen können, verweilen können, die den Blick nach draußen haben, den Blick haben durch meine Arbeit, durch meine Strukturen. Das ist eigentlich alles. Entwickelt hat sich das im Prozess, also ich habe ganz was anderes gezeichnet, wie das, was jetzt hinter mir steht. Ich glaube auch, dass das jetzt die Form ist, die mir am besten gefällt. Die Arbeit, das Tier, beschreibt eine Situation, die nicht geklärt ist. Es ist ein, hier kommt noch ein Käfig drauf, ein Aufbau mit einem Käfig, der so eine gewisse Bewegung wieder suggeriert, und die Tür des Käfigs steht offen. Und der wichtigste Satz in der Beschreibung ist, was immer in dem Käfig war, gefangen war, ist jetzt frei.
Es wird sich nichts bewegen, es ist nur angedeutet, es soll eine Funktionalität vorgetäuscht sein. Das ist starr, aber es hat die Momente der Kraft von Maschinen, die Bewegung haben, die suggerieren, hier sind Druckzylinder nachgemacht, es sind Gelenke nachgemacht und die Beine sind ausziehbar, also angedeutet, dass sie ausziehbar sind. Das Unterteil ist angelehnt an einen mobilen Kran. Ja, die.
Schlaf! Die schönen Täler und bin sehr überrascht, muss ich schon sagen. Ja, ich glaube, es ist alles gesagt worden. Dann gebe ich das Wort gleich weiter und danke fürs Kommen. Ursprüngliche Idee war, deswegen auch für fünf, weil es sind fünf Bildhauer auf dem Symposium, und die Idee war, dass wir dann zum Schluss zumindest eine kurze Konferenz abhalten. Und ich lade euch herzlich ein, teilzunehmen. Wir wissen natürlich nicht, was jetzt da gerade konferiert wird. Wir sind mit so viel Gastfreundschaftlichkeit empfangen worden, dass es eine Freude war, hier zu sein. Und ich möchte mich, glaube ich, im Sinne aller Künstler bedanken, dass wir so ein offenes Haus und so eine schöne Gastfreundschaft erleben durften. Ja, die Skulptur ist, so wie man halt sieht, eine Höhle, das heißt Antrum, so wie eine Hexenhöhle. Das soll den Leuten so ein bisschen dazu zu bringen, dass man so reinguckt, reingucken will. Und viel mehr könnt ihr auf der Zeitung lesen. Das war richtig anstrengend, da drin zu arbeiten. Nicht von draußen war eigentlich auch ganz locker. Aber drin zu arbeiten war schon ein bisschen klein. Und mein Vater will mir bei ihm bedanken, weil der hat mir ganz gut geholfen, auch so theoretisch mäßig, ganz Kleinigkeiten so erklärt, besser das anstatt das. Mit Erfahrung ist auch so gut gegangen. Thank you.
ohne euch, liebe Mitarbeiter, wäre der Steinbruch nicht der Steinbruch, wie er ist. Und dafür nochmal an dieser Stelle meinen Dank. Thank you.